EDF, EDF ist wieder time, an der Zeit, mit mir, ChristianAngel3000 und mit unserem Wingdiver. Und ich begrüße euch herzlich hier wieder zurück bei einer weiteren Folge Nummer 5. Heute werden wir die Mission 9 und 10 machen. Ich begrüße euch, wie gesagt, hier erstmal voll am Start. Und wenn es euch gefällt, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord. Und Mord gibt's hier genug, aber von der anderen Seite. Oh, das war zu viel für meine Nase, würde ich ja sagen. So, gut. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal durch. Und wir gehen in Visitors rein. Bleiben mit dem Set, was wir vorher hatten, in der letzten Mission, Nummer 8. Und lassen uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Let's go. Finden und zerstören. Okay. Counter-Strike. Okay. Von rechts kommt was. Ah, wieder. Der lege dich in Einzelteile. Ja, da muss man aufpassen mit der Waffe. Bleib hier, wenn ich mit der rede. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht noch Heilung finden. Genau. Ich hab mich ein bisschen vertan. Noch mehr Frösche. Heute gibt es am Froschschenkel. Naja, mit den Latten muss ich noch üben. Schade, dass ich mich jetzt nicht aufgespalten habe. Das wäre so lustig gewesen. Ich bin durchgefallen. Nachladen. Okay, Waffenwechsel. Ich verstehe nicht, warum ich noch Ammo habe, aber die Energie geht runter. Wow. Was ist das? The Ring um meine Eier. Oh, nee, halt, das war ein anderes Lied. Schnell hier runter. Das kommt sogar runter. Was ist das, der erste Ankunft der neuen Rasse? Was
Okay. So, das sind die Siegen. Noch mehr Frische, okay. Zu weit weg, alles zu weit weg. Okay, ist schon tot. Sorry. Ich war gerade total im Rausch. Kann ja mal passieren. Grünes gibt's hier nichts. Hier drüben wird noch geschossen. Sollte dir mal helfen. Aber wenn das Raumschiff der Frösche ist, ein bisschen komisch, oder? Geh und versteck dich, mein Freund. Boah. Komplett zerlegt. Okay. So. Macht denn nichts? Noch nicht. Wie das Elend nicht sehen, tut mir leid. Oh Gott, da kommen ja ganz schön viele. Was kommt da angeflogen jetzt? Von uns?
sieht man nicht danach aus. Wir sind ja zwei Rassen jetzt am Start, die gegenseitig bekämpfen. Okay, das ist gar kein Raum, das ist ein Portal anscheinend. Huh? Wieso hat er jetzt... Okay. Oha, okay. Er hat auf jeden Fall alle Gegner weggeholt. Und die anderen, die reingeflogen sind, auch. Okay. Gut, wir haben ein paar Level abbekommen. Wir bleiben bei der Dings-Einstellung. Wir können ja trotzdem mal reingucken. Okay, dann kommen wir ja wohl dann wohl jetzt zu... Die Granate behalten wir. Level up. Dann kommen wir zur letzten Mission. Hier, also die Nummer 10. The next day. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, was auf uns jetzt zukommt. Das ist das Ende. Okay, ich brauche einen Überblick. Ach du meine Scheiße. Okay. The end of the world. Geht runter von meinem Planeten oder unserem Planeten. Kann doch nicht wahr sein hier. Bei weiten Entfernungen ist die Waffe nichts. Okay, es werden mehr. Wechseln der Waffe. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil die sind ja ein bisschen
Gut, Elektro. Ich frage mich, was die ausstoßen. Menschenrauch? Ja, was anderes kann ich mir nicht vorstellen, oder ihr Antrieb. Ich meine, die Frage ist halt immer, was wollen die hier auf der Erde? Das wird ja irgendwie nie so wirklich erklärt. Oder sind das bloß wieder welche, die nur... Weltherrschaft an sich reisen. Der Drücker. Okay. Es wird Zeit, die Granate des Grauens. Kommt noch mehr. Ich hoffe, dass sie nicht uns entgegenkommen.
Dann schmeiße ich schon mal was vor. Wurfhaken. Okay. Oh, das wird immer mehr. Die Granate wird bald aufgefüllt. Hier, meine Granate. Ich verbringe die Heilung. Nachladen. Nicht mehr viele Gegner. Wie könnt ihr eigentlich noch reden? Ihr seid gerade tot. Beschiss. Was die Leben wieder. Okay. Wir haben es überlebt. Okay. Interessant. Ja, meine Freunde, wir haben Tag 10 überlebt. Nummer 11 wäre Machine Man. Das wird jetzt richtig heftig. Und da bin ich mal gespannt, was uns alles noch so erwartet.
Aber das natürlich in der nächsten Folge, denn ja, wir haben einiges erreicht. Und ich würde sagen, dass, da bleiben wir erstmal hier so stehen. Denn, ja, die Fuse Level 2, sehr schön. Oder hängt es trotzdem davon ab, wie viel man mit dir spielt? Wir haben hier eine neue Waffe. Können wir beim nächsten Mal gerne ausprobieren. Level 2, definitiv. Sieht auch interessant aus. Nehmen wir mal. Definitiv. Dann haben wir alle schon mal Level 2 Waffen. Sehr schön. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, was uns beim nächsten Mal erwartet. Und somit würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht's weiter mit Mission 11 und 12. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich. Könnt ihr mal gerne liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, ein Support ist kein Mod. Und somit verabschiede ich mich hiermit aus der Welt von EDF, Earth Defense Force 6. Hier. Und die Welt ist noch nicht bereit für Frieden. Und somit tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen.